So, meine Damen und Herren, die Umbauarbeiten sind erledigt, würde ich sagen. Ich habe eben gedacht, es wäre doch vielleicht ganz schön, wenn man Ottmar Edenhofer, und ich fände es auch schön, wenn Ralf Füchs mitkommen würde, mal einsperren würde, zusammen mit der Europäischen Kommission, so ungefähr eine Woche oder so. Es gibt ja kaum Leute, die so wunderbar den Zusammenhang zwischen Glück und CO2-Preis darstellen können. Herzlichen Dank dafür. Und ich glaube, in Brüssel gibt es noch Bedarf. Denn wenn man sich mal Brüssel derzeit anguckt, dann sieht man, die Europäische Kommission spricht zwar von Bürokratieabbau, was sie da aber tatsächlich machen, ist ja, Dutzende Ökorichtlinien in Frage zu stellen und um bei dem Energiethema zu bleiben. Sie konzentriert sich darauf, Energiepolitik und mehr Markt zu machen, aber bessere Leitung oder der Umbau der Energiesysteme sind da ja nicht wirklich das vorrangige Thema. Sie treibt auch ein milliardenschweres Investitionsprogramm voran, ohne auf ökologische Mindeststandards zu pochen. Muss man da nicht mal Tacheles reden? Muss man nicht mal sagen, hallo, wir brauchen eine kluge Umweltpolitik und eine kluge Umweltpolitik kann auch soziale Probleme lösen? Darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen zu der Runde Ökologische Ordnungspolitik, wie ökologische Maßnahmen fair gestalten. Wir diskutieren mit Kerstin André, Volkswirtin, das wird Herrn Edenhofer freuen, und Fraktionsvizechefin der Grünen im Bundestag. Sie sagt, mehr Wettbewerb, mehr Bildung und ein verlässliches soziales Netz, das den Menschen Mut zur Veränderung gibt. An diesen Stellen brauchen wir einen starken Staat, und um Umweltpolitik sozial verträglich zu machen. Wenn das gelingt, können wir uns viel Kleinteiliges rumregulieren sparen. Schön, dass Sie da sind, Kerstin André. Gerd Wagner ist Professor für empirische Wirtschaftsforschung und Wirtschaftspolitik an der TU Berlin und Vorstandsmitglied des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Er sitzt auch im neuen Sachverständigenrat für Verbraucherfragen und er sagt, natürlich, wir brauchen viel Staat. Freiwillig tut sich da einfach zu wenig. Wir werden darüber reden. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Eigentlich wollten wir auch noch Oliver Krischer hier auf dem Podium begrüßen als Experten für Energiepolitik. Der hat leider ein kleines Mobilitätsproblem. Den Zug hat er noch bekommen, der ging dann aber irgendwie kaputt und deshalb hat er den Flug nicht mehr erreichen können. Das ist sehr schade, aber wir kriegen das, glaube ich, auch so hin. Vielen von Ihnen bin ich schon von gestern bekannt. Mein Name ist Hanna Gersmann, ich bin Journalistin und mache das Taz-Umweltmagazin CO2. Kerstin André, nicht nur in Brüssel triumphieren die Anti-Ökos, die Terrorangst nach den Anschlägen in Paris und Kopenhagen bindet Aufmerksamkeit. Der Krieg in der Ukraine hat dazu geführt, dass Öl und Gas vor allem als strategische Waffen gesehen werden. Die Euro-Krise hat zudem in den letzten Jahren die Einführung von Ökosteuern, die wir uns womöglich wünschen, gebremst. Und die Grünen, sind das nicht die eigentlich mit dem erhobenen Zeigefinger? Diese Latte Macchiato-Partei, hat Rebecca Harms gestern Abend schon mal gesagt, eben eine für Besserverdiener. Das kennen Sie alles, aber was meinen Sie, ist die ökologische Ordnungspolitik wirklich noch zeitgemäß oder laufen Sie nicht Gefahr, dass Sie dann doch nur als sauertöpfische Verbotspartei angesehen werden? Na, das hängt ja erstmal davon ab, wie wir es auch präsentieren und kommunizieren. Aber ökologische Ordnungspolitik hat nicht Zeitfenster, wo sie mal en vogue ist und wo man sie braucht und dann kommen wieder andere Themen, sondern sie ist schlicht notwendig. Und für Grüne, die sagen, wir wollen den ökologischen Umbau sozial verträglich, da werden wir noch drauf kommen. Aber natürlich stellt die Frage Bewahrung von Lebensgrundlagen ein zentrales Motiv grüner Politik. Und zwar nicht nur national, sondern global. Nicht nur für uns, sondern für kommende Generationen. Nicht nur für uns in den Industrieländern, sondern eben auch für die Länder, für die Menschen in den armen Ländern. Da wird es um die Frage von Maßnahmen, um mehr Ökologie zu erreichen, um bessere Umweltstandards zu erreichen, um wirtschaftliches Handeln ökologisch auszurichten. Das ist keine Frage von, ob die Leute das gerade gerne lesen oder nicht, sondern das ist eine Frage von absoluter Notwendigkeit. Absolut notwendig, das finden Sie auch, dass der Staat da eingreift, Gerd Wagner. Gehen wir mal davon aus, wir haben keine Medien, wir haben keine anderen Parteien, keine FDP, die sagt, Rasen für die Rente und so weiter und so fort. Wer ist die FDP? Sie, Christian Lindner zum Beispiel. Die kommt ja womöglich wieder, auf die muss man sich auf jeden Fall auch gefasst machen oder andere, die dann in diese Lücke springen. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären jetzt nur für einen Moment, Sie dürfen das, Sie sind ja kein Politiker, Ökodiktator. Was würden Sie denn als erstes tun? Was ist die wichtigste Maßnahme?
Also ich würde mich wahrscheinlich, wenn ich Ökodiktator wäre, zu Hause ins Bett legen, die Vorhänge vorziehen und an dieser Aufgabe, dass ich jetzt entscheiden muss, zerbrechen. Also ich bin deprimieren wollten wir Sie heute Morgen nicht. Ich bin der Falsche, wenn es darum geht, sich politische Entscheidungen zu erwarten. Wenn ich das jetzt kommentieren soll, was sinnvoll wäre, dann würde ich mich den Ausführungen von Herrn Edenhofer anschließen. Und dann gilt es aber im Detail nachzudenken, wie Kompensation aussehen kann, für was man die Mittel aus einer CO2-Besteuerung denn tatsächlich einsetzt. Und das ist keine Aufgabe für einen Diktator und für einen Wissenschaftler schon erst recht nicht. Das muss politisch entschieden werden, denn da kommt es auf Details an, wo die Wissenschaft überhaupt kein Prä hat. Wenn es um Verteilungsfragen geht, dann kann Ihnen ein Volkswirt vielleicht sagen, wie eine Besteuerung wirkt, auch nur in Grenzen. Aber ein Volkswirt hat überhaupt keine Legitimation zu sagen, die Steuer muss jetzt so aussehen oder so. Aber Sie beraten ja durchaus. Welche Empfehlung würden Sie der Politik geben? Wo muss sie Prioritäten setzen? Das ist nicht Teil meiner Beratung, sondern die Politik fragt mich über Wirkungszusammenhänge. Da kann ich dann vielleicht etwas sagen oder auch nicht. Ich gehöre nicht zu dem Typus Berater, der der Politik sagt, du musst jetzt dies oder das machen. Ich kann der Politik Antworten geben, wenn sie mich fragt, wie etwas wirken wird oder wie Entwicklungen aussehen wird. Kommen wir gleich zu. Politiker haben es dann eben schwieriger, Kerstin André. Sie müssen dann das umsetzen und wir müssen einfach noch mal darüber reden, weil es so eine... Entschuldigung, die müssen nicht umsetzen, die Politiker müssen entscheiden. Die sind gewissermaßen die Fahrer, nicht die Wissenschaftler. Das wäre absurd. Also das ist eine Vorstellung aus den 70er Jahren, glaube ich. Nein, wir brauchen auf jeden Fall einen gesellschaftlichen Diskurs. Ich glaube nicht, dass ich das, da möchte ich auch gar nicht missverstanden werden. Auf jeden Fall haben wir diese krachende Niederlage der Grünen in der Bundestagswahl 2013 erlebt. Da ist dann viel darüber geredet worden, woran lag es. Ein Grund soll sein, der Vorschlag eines fleischfreien Donnerstags in deutschen Kantinen, das Veggie-Debakel genannt, kam nicht so gut an, irgendwie gar nicht. Trittin-Steuererhöhungspläne, aber auch nicht. Öko nicht, Soziales nicht. Grün sein gerne, aber lasst mich mit allem anderen in Ruhe. Muss man das irgendwie so verstehen oder wie vermitteln Sie etwas Ihren Wählern und welche Wähler haben Sie da eigentlich? Also ich bin nicht bereit, die verlorene Bundestagswahl 2013 da heranzuführen, dass grüne Themen bei den Menschen nicht ankommen, sondern ich erlebe absolut das Gegenteil. Und zwar im Feuilletonistischen genauso wie in den Diskursen, genauso wie bei der Frage, wenn es um eine Schulveranstaltung geht, wo eine Schule sich überlegt, sie macht ein Klassenfest, dann können sie aber sicher sein, dass die Frage, wie gehen wir mit dem Müll um, was kaufen wir da ein, das ist Themensinn. Wenn ich die Zeitschriften, die man so am Kiosk kaufen kann, von Brigitte über Landlust, über schöner Wohnen, über weiß nicht was, ja, da finden Sie durchgängig Themen, die ökologische Fragen und auch Lebensführung, Fragen der Ernährung und Ähnliches zum Thema haben. Von daher glaube ich, dass es für eine Partei wie die Grünen, wie im Übrigen für jede Partei, auch darauf ankommt, wie die Ansprache ist. Also nehme ich die Leute mit. Und bei der Frage des Diktators, des Ökodiktators, da kam so ein Zwischenruf, ich würde sofort die Demokratie einführen. Ja, ein Diktator müsste sofort, wenn er ernsthaft erfolgreich sein will mit ökologischen Fragestellungen, müsste er die Diktatur abschaffen. Weil die Ökologie und das Umsetzen ökologischen Handelns und auch des Bewusstseins zu schaffen, dass wir hier umsteuern müssen, und das müssen wir ganz dringend, das können wir nur, wenn die Menschen erstens mitgenommen werden und wenn sie zweitens einen Gewinn von dieser Vorstellung für sich erspüren. Ja? Und nicht ein monetärer Gewinn und nicht ein materieller Gewinn, sondern ein Gewinn, der was damit zu tun hat, dass das Leben nicht nur für sich selber, sondern auch für die Kinder besser wird. Und das muss uns gelingen. Mitzunehmen, zu sagen, das ist nicht nur eine spinnerte Vision von irgendwelchen Ökos, die in den 70er, 80er oder 90ern sich damit beschäftigt haben und die bei der Wachstumsfrage angefangen haben und die meinen, wir müssten jetzt alle aufs Auto verzichten. Sondern das ist eine Kernfragestellung, wie es uns eigentlich in naher Zukunft geht, hier in diesem Land und in der Welt. Und das muss ich so vermitteln, dass die Leute sagen, ja, da will ich hin und da tue ich auch was dafür. Und dann meinetwegen schränkt mich das auch ein, aber diese Einschränkung ist weniger schlimm als der Gewinn, den ich davon habe, dass ich was für die Zukunft tue. Und das ist die Ansprache, die uns gelingen muss.
Aber dann gucken wir mal gerade beim Beispiel Energiewende, wie die im Moment so gewirkt hat und ob da die Ansprache richtig funktioniert hat. Gerd Wagner, können Sie mir sagen, Eigenheimbesitzer kriegen Geld, wenn sie Solarpaneele aufs Dach bauen, aber Mieter bekommen kein Geld oder beziehungsweise müssen für die energetische Sanierung der Häuser zahlen. Was hat das für Wirkung? Mein Gott, mutmaßlich wissen Sie das besser als ich. Sie meinen Verteilungswirkung. Das ist auch nicht so einfach zu beantworten, wie Sie glauben, denn das hängt davon ab, welche Mieten am Markt durchgesetzt werden können oder nicht. Also hier gibt es nicht die Antwort, die Sie wahrscheinlich erwarten, dass die Mieter die Dummen sind und die Vermieter davon profitieren. Das hängt doch ganz davon ab, was ein Mieter an einem Markt durchsetzen kann. Und das hängt wieder davon ab, wo das Haus steht, wo er etwas vermieten will. Ist die Energiewende sozial gerecht? Was ist denn soziale Gerechtigkeit? Sagen Sie es mir, was stellen Sie sich darunter vor? Ja, was ich persönlich mir darunter vorstelle, ist das relevant? Also politischen Diskurs wünschen und nicht die Frage, was ich mir unter soziale Gerechtigkeit vorstelle. Doch, für die Debatte ist natürlich wichtig, was versteht man denn überhaupt unter sozial? Ach so, ja, das ist ja nun was anderes. Also das ist eine andere Frage als das, was ich mir unter soziale Gerechtigkeit vorstelle. Was wird also in der üblichen Debatte unter soziale Gerechtigkeit gefasst? Naja, im Zusammenhang mit den Fragen, die wir hier diskutieren, dass Leute mit einem eher unterdurchschnittlichen Einkommen nicht überproportional von einer Energiewende oder ökosozialen Rahmenbedingungen, die stärker belastet werden als Menschen mit einem mittleren und hohen Einkommen. Das ist wohl die soziale Frage, die im Zusammenhang mit dem, was wir heute Morgen hier diskutieren, steht. Kerstin André, was würden Sie daraus ziehen? Ist die Energiewende sozial gerecht? Also wenn ich mir sie aus Sicht der Unternehmen und Betriebe angucke, muss ich sagen, nein. Also wenn ich jetzt diesen Maßstab ansetze, bei der Energiewende, die jetzt uns diese Koalition quasi in der Nachjustierung präsentiert hat, weil wir einfach sehen, dass durch die großen Ausnahmen für große Industrieunternehmen kleine Mittelständler und Handwerker mehr für den Strom zahlen müssen. Ja, das ist nicht sozial gerecht, also wenn wir diesen Maßstab ansetzen. Die Energiewende im Kern, was Rot-Grün gemacht hat mit dem Ausstieg aus der Atomenergie, das ist ja nicht nur unter der Fragestellung von, was machen wir mit dem Atommüll und was ist eigentlich mit den potenziellen Gefährdungspotenzialen und dieser Risikotechnologie, sondern auch um der Frage, was uns das eigentlich gekostet hat. Keine Energieform ist derartig hoch subventioniert worden, Geld, was dann an anderer Stelle nicht zur Verfügung war, als die Atomenergie. Deswegen war es richtig, auch aus ökonomischer Sicht aus der Atomenergie auszusteigen. Und das ist erstmal eine Frage, dann muss ich die Energieversorgung auf andere Füße legen. Und ich finde, es ist ein hoher sozial positiver Effekt gewesen, dass wir bei der Energiewende ganz viele kleine Akteure auf den Markt gebracht haben. Wir haben einen Wettbewerb auf den Weg gebracht. Die Leute sind zum Energieproduzenten geworden, indem sie sich auf ihr Haus erstmal und dann natürlich auch auf das, wo dann die Mietwohnungen drin sind, ein Solardach draufgebaut haben. Und die Frage der Folgewirkung, ja, hat es jetzt Konsequenzen für steigende Mietpreise? Das ist eine, die wir stellen müssen, die sich aber nicht im Kern um die Energiewende dreht, sondern die sich erstmal um die Frage dreht, wie funktioniert das eigentlich mit der Gestaltung unserer Mietpreise? Gibt es Mietspiegel, jetzt gibt es die Mietpreisbremse, also kann man abfedern. Ja? Und der letzte Punkt bei Energiewende ist ja noch der Punkt, wird denn der Strom wird er jetzt so teuer, dass man ihn sich nicht mehr leisten kann? Da an der Stelle vielleicht bescheideneren Kenntnis als Oliver Krischer, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass wir eine Strompreisexplosion hatten. Was wir hatten, war eine Kampagne. Ja, aus Energiewende wurde eine Strompreiserhöhungskampagne, ja, unter anderem von der jetzt von beiden jetzigen Regierungsparteien gefeatured. Aber wenn sich Leute den Strom nicht leisten können, ja, dann muss ich da sozial gegensteuern, muss ich was machen. Aber ich muss ihnen zum Beispiel auch helfen, dass sie weniger Strom verbrauchen. Ich muss zum Beispiel helfen, dass Geräteschaften ausgetauscht werden. Natürlich muss ich was dafür tun, dass Gebäude weniger Strom verbrauchen, dass es eine Gebäudesanierung gibt, dass Gebäudetechnik in die Gebäude reingebracht wird. Aber das kann man alles machen. Kann man alles machen. Ich würde aber nicht die These vertreten, dass die Energiewende zu sozialer Ungerechtigkeit im Kern geführt hat. Es gibt vielleicht Stellen, wo nachjustiert werden muss und dann ist es zwingend notwendig. Aber
im Grundsatz war es richtig und auch aus sozialpolitischen Gesichtspunkten die Energiewende auf den Weg zu bringen, zum Beispiel, weil sie ganz viele Leute, also weil sie im Übrigen auch ganz viele Leute Jobs gebracht hat. Gerd Wagner, also, reicht es aus? Das hängt bitte von Zielen ab, was Sie immer alles von mir wissen will, ja. Wollen. Der Wissenschaftler kann nicht alle die großen politischen Fragen, die Sie haben, beantworten. Ich wollte erst mal zu den Strompreisen was sagen. Wenn es durch eine Verteuerung gewissermaßen soziale Wirkungen gab, dann würde ich das so zusammenfassen, die sind dann gerade noch messbar. Also die sind derart minimal, dass man sie wahrscheinlich messen kann. Und dann stellt man fest, dass das so sozial aufregend eigentlich gar nicht sein kann. Da es um doch vergleichsweise minimale Beträge auch für Leute mit einem niedrigen Haushaltseinkommen geht. Aber was wollten Sie jetzt wissen, ob das ausreicht? Welche Instrumente sehen Sie, um die Lasten der Energiewende gerecht zu verteilen? In Deutschland? Das sind die üblichen, dass man an anderer Stelle bei der Besteuerung etwas ändert. Und das muss aber wieder die Politik entscheiden und dafür auch Mehrheiten finden, an welcher Stelle sie mehr ändert. Man kann die Progressivität der Einkommensteuer erhöhen und kann das im Prinzip beliebig steuern, wenn man eine Mehrheit hat. Wenn man eine Mehrheit hat, das ist ja nicht ganz so einfach, Kerstin André. Wir haben vorhin gehört, man braucht eine rationale Mittelwahl. Wir müssen, glaube ich, aber erstmal über Geld reden. Ich glaube, das ist eins der rationalen Mittel. Was für die Ökoförderung gebraucht wird, muss eben an anderer Stelle wieder reinkommen oder auch neu gewonnen werden. Angeblich ist ja die Bereitschaft bei den Grünen durchaus ganz groß, Steuern zu zahlen. Aber wir haben das gerade bei der Erbschaftssteuer zum Beispiel in Baden-Württemberg erlebt. Da hat Kretschmann dann sofort gesagt, ganz so stark sollen die Erben doch nicht besteuert werden. Wie viel kann man den mittelständischen Unternehmen in Baden-Württemberg zumuten? Also sind wir, glaube ich, ziemlich unabhängig davon, ob ein Mittelständler in Baden-Württemberg oder Schleswig-Holstein seinen Sitz hat, sondern die Frage ist schlicht und ergreifend, was sind die Kriterien, die ich an eine Besteuerung anlege? Im Übrigen unabhängig, also ich beantworte gern die Frage mit der Erbschaftssteuer, aber bei Besteuerung, glaube ich, zählen ein paar Kriterien, die sehr grundlegend festgelegt werden müssen, im Hinblick gerade auch auf unternehmerische Tätigkeiten. Steuer kann nicht dazu führen, dass ein Unternehmen danach dicht machen muss. Das macht keinen Sinn. Ja, dann sind die Arbeitsplätze abgebaut, das ist unlogisch. Trotzdem muss natürlich eine Besteuerung sozial gerecht sein. Ja, wer mehr hat, kann mehr Steuern bezahlen als jemand, der wenig hat. Ich finde, unser progressives Einkommensteuersystem ist ein fundamental gutes. Es hat Ausgleichsmechanismen, es hat diese Logik der stärkere Schultern können mehr tragen. Also das stimmt da schon in sich alles. Und bei den Erbschaften, da ist die große Problematik in Deutschland, aber jetzt kommen wir wirklich in eine andere Debatte rein, die wirklich ein grundlegendes Problem ist, dass wir einfach in unserem Steuersystem durch die Definition von Betriebsvermögen immer aufpassen müssen, wie halten Sie das Vermögen, was für den Betrieb in Tätigkeiten notwendig ist, ja, wie halten Sie das am Laufen? Ja, wenn Sie das zu hoch besteuern, haben Sie genau den gleichen Effekt wieder, dass die Arbeitsplätze weg sind. Das muss man jetzt austarieren. Bei der Erbschaftssteuer hat das Verfassungsgericht gesagt, zu viele Betriebe sind draußen, das teile ich völlig. Ja? Das ist so nicht, macht keinen Sinn, wenn Großunternehmen, die sich als Mittelstand definieren, sagen, ich zahle keine Steuern mehr, da wird man jetzt hingucken müssen, wie man das besser macht. Aber Steuern im Grundsatz gilt, große und hohe Einkommen und Vermögen können mehr Steuern zahlen als niedrige Einkommen und Vermögen. Es muss sozial gerecht sein. Es dient dem Steuern, also auch dem Umsteuern. Deswegen habe ich ein absolutes Faible für diese ganze Thematik Ressourcenbesteuerung und die hier bei der ökologischen Komponente anzusetzen. Nur wenn ich bei dieser Ressourcenbesteuerung ansetze, dann hatten wir vorhin im Vortrag ja dann die Frage, was mache ich jetzt mit den Einnahmen? Ich kann drei Sachen machen. Ich kann den Staatshaushalt sanieren, also die Staatsschulden abbauen. Ich kann in die Infrastruktur rein investieren und ich kann andere Steuern senken. Und ich glaube, das ist genau dieser Kern, an dem man sich wirklich fragen muss, was ist die richtige Balance? Ja, was macht Sinn? In der damaligen Ökosteuerreform hat man ja versucht, über die Besteuerung von Ressourcen gleichzeitig den Faktor Arbeit billiger zu machen, Beitragssätze für die Rente zu senken. Ja?
das kam dann dieser komische Schlagwort Rasen für die Rente, aber im Grundsatz war da was ganz Richtiges dran. Was ganz Richtiges dran. Ich habe die unterschiedlichen Faktoren, die notwendig sind für wirtschaftliche Produktivität genommen und habe gesagt, da steige ich mehr ein bei der Ressource, aber ich gebe auch an anderer Stelle was zurück. Und ich behaupte, und das ist das, was für die Grünen dann wirklich schwierig wird, ich muss auch an anderer Stelle zurückgeben. Das scheint mir wichtig zu sein. Ich kann nicht nur das Geld nehmen und sagen, und jetzt werde ich als Staat und auch noch als starker Staat auch noch in die Infrastruktur rein investieren. Das muss ich alles machen, ÖPNV besser ausgestalten und so. Das hat ja eine hohe soziale Komponente. Aber ich glaube, es ist wichtig, auch das Signal zu senden, ich gebe an anderer Stelle auch zurück. Und wenn wir jetzt noch die Bundestagswahl bemühen wollen, was Sie ja gemacht haben, dann scheint mir das ein Kernfehler gewesen zu sein, dass man nicht an anderer Stelle auch ein Signal der Weichheit und des Zurückgebens gestellt hat. Zumindest so, dass die Leute es gespürt haben. Bei der Ökosteuer von Rot-Grün hat man das ja damals gemacht. Da hat man gesagt, okay, wir entlasten damit die Sozialkassen. Angekommen ist das aber nicht. Angela Merkel hat da diesen Adventskalender gemacht, 24 Gründe gegen die Ökosteuer, jeden Tag ein Türchen aufgemacht. Gerd Wagner, aber abgeschafft hat sie auch nicht. Abgeschafft hat sie nicht, aber heute redet auch... Steuern werden ja so gut wie nie abgeschafft. Das ist doch der Punkt. Ja? Das Geld nehmen sie dann gerne. Ja, natürlich war das möglich, es zu diskreditieren. Sie können jede Steuer diskreditieren. Aber das ist genau der richtige Weg, den die Grünen gehen sollten. Macht Ressourcen teurer, gebt es an anderer Stelle zurück, macht vor allem Arbeit billiger. Ja, aber und dann kriege ich diesen Umsteuerungscharakter von der Steuer auch mal hin. Aber Gerd Wagner, wie geht man da heute vor? Welche Steuern müsste man erhöhen? Wie stark muss man zum Beispiel die Ökosteuer erhöhen? Robert Habeck hat gestern zum ersten Mal für mich öffentlich gesagt, dass die Grünen darüber nachdenken sollten. Bisher hat es eigentlich nur Klaus Töpfer gesagt, dass man auch mal wieder an die Ökosteuer ran müsse. Sie mit Ihrem Muss immer. Als Wissenschaftler habe ich überhaupt nicht das Recht, irgendwie zu sagen, jetzt muss diese Steuer so oder so gestaltet werden. Aber ich will mich ja nicht drücken. Ich würde gerne zu dem Punkt, wenn man eine Ökosteuer nimmt, egal wie hoch sie ist, und wenn man sie erhöht, muss man auch was zurückgeben. Da ist ja der grüne Diskurs traditionell, also seit den 80er Jahren, dass man Einnahmen aus einer wie auch immer gearteten Ökosteuer nimmt, um Arbeit billiger zu machen und soziale Sicherung zu finanzieren, insbesondere die Rente zu finanzieren. Und ich bin inzwischen zu der Überzeugung gekommen, dass vielleicht das, also mit Einnahmen aus einer Ökosteuer alter Sicherung zu finanzieren, vielleicht nicht die schlauste Idee war. Warum? Bei der Alterssicherung verlassen sich die Leute auf ein sehr, sehr langfristiges Versicherungsgeschäft. Und sie wollen möglichst viel Sicherheit in dem Sinne haben, dass sie wissen, wenn sie heute etwas einzahlen, was später herauskommt. Je stärker die Steuerfinanzierung bei einem Alterssicherungssystem ist, umso weniger verlässlich ist die ganze Veranstaltung, denn was mit Steuern finanziert ist, kann man relativ schnell auch wieder ändern. Na, man kann mehr ausgeben, man kann aber auch deutlich weniger ausgeben. Und mir wurde das beim Vortrag von Herrn Edenhofer eben besonders deutlich. Es gibt ja ganz unterschiedliche, um nicht zu sagen zig Möglichkeiten, um Einnahmen aus einer CO2-Besteuerung oder einer Ökosteuer im Allgemeinen für sinnvolle Zwecke auszugeben. Und ich werde selbst jetzt stärker darüber nachdenken und würde das auch uns mitteilen. Jetzt Ihnen gleich sagen, empfehlen, dass auch die Grünen und andere, die sich um derartige Dinge Gedanken machen, vielleicht darüber diskutieren sollten, ob es klug war, dass man diese Einnahmen ganz bewusst stark in die Alterssicherung reinstecken wollte, mit allen Unwägbarkeiten, die dann für die Einzelnen damit verbunden sind, und ob es nicht heutzutage angemessener wäre, ganz offensiv zu sagen, dass sind Einnahmen, die in Infrastruktur hineingehen sollten und die wir nehmen, um Umverteilung zu finanzieren, auch in einem globalen Maßstab. Aber dass man die Alterssicherung, wo die Einzelnen sich möglichst viel Sicherheit wünschen, eben genau nicht darüber finanziert, weil je höher der Anteil der Steuerfinanzierung bei der Alterssicherung ist, umso schwerer ist es, sie verlässlich zu gestalten. Die Verlässlichkeit der Alterssicherung ist ja im demografischen Wandel wirklich ein Kunststück.
In Deutschland ist der Anteil der Beitragsfinanzierung ja sehr hoch. Wir haben die Selbstverwaltung bei der Alterssicherung, also jedenfalls bei der gesetzlichen Rentenversicherung. Und trotzdem hat der Gesetzgeber immer wieder punktuell, um nicht zu sagen arbiträr, eingegriffen. Diese arbiträren Eingriffe würde man auf die Spitze treiben, wenn das im Grenzfall komplett steuerfinanziert wäre. Kerstin André, mehr für marode Brücken. Ja, auf jeden Fall. Die Brücken müssen wir echt dringend sanieren, da brauchen wir auch mehr Geld für. Ich mag immer gar nicht, wenn wir so in Debatten, und ich versuche das auch immer zu verhindern, in Debatten mit Fremdwörtern und irgendwelchen Begriffen um uns schmeißen, ja, die keiner versteht. Aber ich bringe jetzt eins, weil mich das immer beeindruckt hat. Vor allem hat mich beeindruckt, dass ich es mir 20 Jahre merken konnte aus meinem volkswirtschaftlichen Studium. Und das ist der Begriff des sogenannten Non-Affektationsprinzips. Ja. Ah, und das heißt? Super. Das heißt, und deswegen stimmt es ja nicht ganz, was Sie gesagt haben, der Staat kann und darf gar nicht, wenn er Steuern einnimmt, letztlich sagen, diese Steuer nehme ich ein und gebe sie dahin aus. Die Steuern werden erstmal eingenommen, gehen in einen Topf und dann entscheidet der Haushalt und da dankenswerterweise auch das Parlament, das ist nämlich das Hoheitsrecht des Parlaments, wo geht das Geld wieder hin. Und das, was wir damals gemacht haben, war ja geschummelt. Ja, wir haben gesagt, wir nehmen Geld über die Ökosteuer ein und gleichzeitig senken wir die Rentenbeiträge für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ja. Da gab es einen theoretischen Zusammenhang, einen politischen Zusammenhang, aber faktisch keinen inhaltlichen, sondern das Geld der Ökosteuer ist erstmal reingekommen. So, und das ist sehr wichtig. Bei einer Abgabe ist es im Übrigen anders und das schieben wir jetzt aber zur Seite. So, und deswegen ist jetzt die eigentliche Frage, die Sie aufgeworfen haben, macht es Sinn, die Beitragssätze, also über das Thema Beitragssätze oder vielleicht niedrigere Beitragssätze bei der Rente zu sprechen oder müssen wir nicht eigentlich uns ernsthaft mal in die Augen schauen und wir brauchen höhere Beitragssätze bei der Rente? Das teile ich, das hat was damit, aber auch ein bisschen was mit der Rentenpolitik der Bundesregierung gerade zu tun. Aber damals, der Ausgangspunkt damals war, dass man gesagt hat, wir haben heute über alles hinweg, über alle Versicherungsbeiträge hinweg, Beiträge, die sind ungefähr bei 40%. Das ist sehr hoch. Und was heißt das konkret? Das heißt, dass es für jemanden nicht, und jetzt kommen wir in eine soziale Frage rein, gar nicht so attraktiv ist, einen Job anzubieten im unteren Einkommensbereich, wenn 40% des Jobs Beiträge sind. Ja, Sie haben im unteren Bereich ja keine Steuerthematik. Die Leute zahlen dann noch gar keine Steuern. Aber weil wir eben bei den Sozialversicherungen keine Progression haben, kommen da 40% weg. Und damals war hohe Arbeitslosigkeit und da hat man sich überlegt, können wir nicht Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage attraktiver machen, indem wir mal die Beitragssätze senken. Das müssen wir irgendwie finanzieren. Und dann haben wir sowieso noch die Thematik mit der Ressourcenfrage. Also nehmen wir doch die Ökosteuer ein über die Mineralölsteuer. Und das war der eigentliche Kern. Ob das jetzt heute gerade die Frage ist, weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass wir tatsächlich in ein Problem reinkommen mit den Beiträgen, also mit den Sozialabgaben, weil die Pflegeversicherung noch dazukommt. Aber diese soziale Frage vielleicht mal so zu beantworten, wie kann ich bei den unteren Einkommen Entlastung bieten, ja? Weil das werden sie brauchen. Das können sie aber gar nicht über die Steuern, weil die keine Steuern zahlen, sondern das können sie vielleicht über die Sozialabgaben. Und das können sie natürlich auch über den Aufbau von Infrastruktur. Ein gescheites ÖPNV-Netz nutzt gerade unteren Einkommen um ein Vielfaches mehr als Leuten mit einem hohen Einkommen, die sich noch ein oder zwei Autos leisten können. Und das meinte ich vorhin mit der Balance. Was mache ich mit den Einnahmen? Wie kann ich diesen ökologischen Steuerungsfaktor organisieren, aber wie kann ich eben auf der anderen Seite auch Entlastung für die geben, die vielleicht von einer höheren Ökobesteuerung mehr betroffen sind. Die Kerstin André ist immer schon bei den also was mache ich mit den Einnahmen? Wir brauchen ja erstmal diese Einnahmen. Wie viele Einnahmen können wir denn überhaupt über eine neue Ökosteuer oder auch über einen Ökobonus, muss man noch mal gucken, wie das Konzept dann aussehen soll, einnehmen? Das interessiert mich jetzt auch. Ja. Das weiß ich ehrlich nicht. Es hängt aber wie immer natürlich davon ab, was an anderer Stelle an Steuern und Sozialabgaben eingenommen wird. Also man wird über eine weitere ökologische Besteuerung in Deutschland zumindest mutmaßlich nicht nennenswert reden können, wenn nicht an anderer Stelle Abgaben gesenkt werden, würde ich mal einschätzen. Damit sind wir nun halt wieder in der hochpolitischen Frage, was der Gesetzgeber will, beziehungsweise welche Mehrheiten im Bundestag und anderen Parlamenten möglich sind. Wenn ich CO2 stärker besteuern will, vielleicht auch nennenswert stärker besteuern will,
dann muss ich mir darüber im Klaren werden, an welchen anderen Stellen ich die Abgabenlast senke. Und was nennenswert ist, wollen Sie aber nicht beziffern oder was nötig ist? Was heißt denn nötig? Gemessen an welchem Ziel? CO2 zu besteuern und trotzdem sozial gerecht zu bleiben, dem Klimawandel Herr zu werden, trotzdem doch, gerecht die, zu werden. Gewissermaßen komplett unbestimmte Rechtsbegriffe, würde ich mir mal sagen, die Sie in den Raum stellen, das kann ich nicht beantworten, weil ich weiß weder, was gerecht ist, die ist erstmal eine philosophische Frage. In der Praxis wird darüber entschieden, was gerecht ist, welche Mehrheit Sie im Parlament finden. Da ist der Wissenschaftler der Falsche, den Sie fragen. Dann kommen wir doch wieder auf die Frage zurück, wie muss der Mechanismus aussehen? Die Ökosteuer ist in die Sozialkassen gegangen. Der Ökobonus ist ja auch im Gespräch. Wäre das die bessere Alternative, wenn man das Geld, was eingenommen wird, pro Kopf wieder zurückzahlt? Ich glaube, bei der Ökosteuer ging man immer davon aus, dass es irgendwie 220 Euro sein oder so. Ich weiß das nicht mehr ganz genau. Ist das besser? Es wäre ja sozial womöglich gerechter. Diejenigen, die mehr Öko für ihren Ökoverbrauch zahlen müssen, zahlen stärker ein. Und die Geringverdiener werden womöglich weniger einzahlen, aber genauso viel davon abbekommen. Also es ist ja interessant, weil Sie jetzt das Modell so aufmachen, dass Sie sagen, es gibt quasi pro Kopf die Summe X pro Jahr zurück. Das ist ja so eine Art, wie können wir das dann nennen, eine negative Kopfsteuer, negative Einkommenssteuer oder wie auch immer. So hätte ich das ehrlich gesagt nicht verstanden. Die Diskussion des Ökobonus, das ist schon eine... Aber ich glaube, dass es da natürlich wäre das denkbar, aber ich glaube, dass es nicht so wahnsinnig zielführend ist, sondern ich würde eher an dem Punkt ansetzen, entlasten wir untere Einkommen, weil die sind für mich zu hoch belastet, die stehen in einer absoluten Drucksituation und schaffen wir Infrastruktur zur Nutzung und dann eben auch zur alternativen Nutzung, ja. Aber die ganze Frage der CO2-Besteuerung ist ja keine, die Sie national betrachten können. Das hatten wir vorhin gehört. Das ist ja eine hoch globale Thematik. Und daher müssen Sie sich dann ja in der Konsequenz auch die Frage stellen, wie kriegen wir eigentlich die Gelder in die ärmeren Länder, ja, die natürlich unterschiedlicherweise auch unter einem enormen Druck stehen, auch über unser Handeln. Und da, finde ich, setzt der Kern an, wie kann ich transferieren. Wenn ich die Zahlen richtig kenne, dann müssen wir die CO2-Besteuerung als Industrienation um 90% senken bis 2050. Also wo ist jetzt, die Emissionen, ja, nicht die Besteuerung, die Emissionen. Und dann kann man ungefähr ausrechnen, was da an sukzessivem Aufbau von Besteuerungsmechanismen notwendig sind, damit es sich sukzessive auch abbaut. Ja? Das Ganze geht ja Hand in Hand, aber über die Frage einer monetären Pro-Kopf-Entlastung in der Bundesrepublik, da würde ich mich, glaube ich, nicht festlegen wollen, beziehungsweise hätte viele große Fragezeichen, vielleicht auch an den Wissenschaftler. Gerd Wagner, welche Wirkung hätte so ein Mechanismus? Ja, er würde in der Tat die unteren Einkommensschichten begünstigen, aber der Mechanismus ist aus meiner Sicht, also freundlich ausgedrückt, schwer implementierbar, denn im Moment ist, glaube ich, also es geht schon damit los, dass nirgendwo alle Personen erfasst sind und die beim Finanzamt erst recht nicht. Und wer sollte denn diesen Bonus auszahlen? Da wird man mit Sicherheit in der bürokratischen Verwaltung dieser Bundesrepublik einen Mechanismus finden. Das Geld auszuzahlen scheint mir nicht das Problem zu sein. Das Problem zu sein scheint mir, dass dann zum Beispiel wieder andere Politiker sagen würden, Rasen für die Faulen statt Rasen für die Rente. Also die Frage ist ja, wie vermittelt man überhaupt so etwas? Und die Frage, Kerstin André, ist jetzt nochmal, selbst der Papst schreibt im Moment ein grünes Programm. Was macht die Grünen eigentlich so besonders, dass man sagen kann, okay, wir verbinden Öko und Soziales. Wie kann man das erklären, dass man da Rahmen vorgeben muss, wenn man nicht als Verbotspartei wahrgenommen werden will? Ja. Weil die Frage Bewahrung von Lebensgrundlagen eine zutiefst soziale ist. Die Menschen mit einem hohen Einkommen, Menschen in den Industrienationen, Menschen in den privilegierten Regionen, leiden in deutlich weniger unter den jetzt schon Folgen des Klimawandels, aber können auch kompensieren.
Und deswegen halte ich es erstmal für zentrale soziale Frage, Bewahrung von Lebensgrundlagen. Und ich will auch immer wieder betonen, wir sprechen da nicht über Zeiträume von den nächsten 200 Jahren, sondern das ist viel näher oder teilweise schon da. Wir hatten in dieser Wachstumsenquete, die wir ja vor 5 Jahren gemeinsam begleitet haben, immer dieses Beispiel, das finde ich sehr zentral und das macht es auch deutlich. Da wurde verglichen die Niederlande und Bangladesch. Ja, die Niederlande, die in der Lage sind, aufgrund von eigener wirtschaftlicher Prosperität genügend Einnahmen generiert zu haben und konnten sich Dämme und Deiche bauen gegen den steigenden Meeresspiegel. Bangladesch war leider nicht in der Lage dazu, sich durch eigentliche wirtschaftliche Prosperität dieses Geld zu erwirtschaften, konnte sich nicht diese Dämme und Deiche bauen. Und was ist? Das ist eines der ersten Länder, die wegen Überflutung irgendwann nicht mehr existieren werden. Und die eine Aussage war dann, also müssen die Länder in der Lage sein, sich das Geld zu erwirtschaften. Die andere ist aber, vielleicht hat das Wirtschaftshandeln der Niederlande was damit zu tun, dass der Meeresspiegel steigt und deswegen Bangladesch davon betroffen ist. Und das sind einfach Zusammenhänge, die finde ich ökologisch, ökonomisch und sozial, das muss als Dreiklang zusammengedacht werden. Ökologische Fragestellung ist Bewahrung von Lebensgrundlagen. Soziale Fragestellung ist, nehmt vor allem in den Blick, dass es Menschen gibt, die erstens nicht kompensieren können, zweitens Menschen gibt, die vielfach mehr davon betroffen sind und drittens natürlich alle irgendwie in der Lage sein wollen, das meinte ich am Anfang, damit auch einen Gewinn dafür zu erspüren, wenn ökologisches Handeln mehr Leitplanke wird. Aber ökonomisch ist es genauso notwendig, weil es muss sich auch rechnen. Ich bestehe darauf, auch eine grüne Partei muss eine wirtschaftliche Perspektive haben. Sie kriegen diese Dynamiken, diesen Veränderungsprozess ja nur hin, wenn sie die Unternehmer haben, die sagen, ich mache es auch. Ja, weil sie hatten vorhin das Beispiel, wer setzt um und wer entscheidet. Ja? Ich würde sagen, es ist auch nicht die Politik, die umsetzt. Ja, es sind die Unternehmen, es sind die Akteure, es ist die Gesellschaft, die umsetzt. Und der muss sich eben auch diese Prosperität oder diese Entwicklung im ökonomischen Sinne auch deutlich machen. Und deswegen ist es dieser Dreiklang, ökologisch, sozial und ökonomisch, der zusammengehen muss. Und die ökologische Fragestellung ist eine zutiefst soziale, die aber ökonomisch auch umsetzbar sein muss. Gerd Wagner, bekommt man damit die Bevölkerung oder wer bleibt da zurück bei dieser Erzählung? Da müssen Sie einen Politikwissenschaftler fragen. Aber ich antworte Ihnen als Gerd Wagner gerne. Ob ich kompetent bin, weiß ich nicht. Als Wissenschaftler an der Stelle. Für mich als Staatsbürger gewissermaßen, der sich überlegt hat, was heute Morgen hier wohl diskutiert wird, inzwischen die Überlegung sehr wichtig. Das hat mich auch in der Enquete-Kommission umgetrieben und ich habe mich gefreut, als Edenhofer das am Ende auch nochmal angesprochen hatte. Inwieweit es notwendig ist, dass gerade in den grünen Diskursen vernünftiges ökologisches Handeln, eine vernünftige ökologische Politik immer mit Askese gleichgesetzt wird, nämlich weniger Wachstum. Und diese Frage ist deswegen aus meiner Sicht relevant, weil zumindest für die Bundesrepublik und einige andere Gesellschaften aus meiner Sicht empirisch überhaupt nicht erkennbar ist, dass eine vernünftigere, nachhaltige Umweltpolitik, eine ökologische Politik in einem umfassenden Sinne mit weniger Wachstum verbunden ist. Das wird immer so, wurde in den 80er Jahren gewissermaßen schlagwortartig so diskutiert, aber inzwischen haben wir es ja hinbekommen, das hat Herr Edenhofer, glaube ich, schön gezeigt. Man kann vernünftige Rahmenbedingungen setzen und trotzdem Wachstum haben. Ich kann deswegen nur empfehlen, als Staatsbürger, nicht als Wissenschaftler, diesen asketischen Gedanken, vernünftige ökologische Politik wird mit weniger Wachstum verbunden sein und darauf solltet ihr euch einstellen. Den würde ich in Frage stellen. Meines Erachtens ist das A und O, dass man die entsprechenden ordnungspolitischen, um das in der deutschen Begrifflichkeit zu sagen, Rahmenbedingungen setzt, dass wirtschaftliches Handeln ökologisch vernünftig ist. Also dazu würde die CO2, eine stärkere CO2-Besteuerung gehören. Und dann ergibt sich irgendein Wachstum. Ich würde aber, und das kann unter Umständen gerade für Deutschland sogar ein höheres sein, als man unter anderen Rahmenbedingungen hat, weil
die ganzen Technologien, die da notwendig sind, um ein ökologisch verträgliches Wirtschaften zu ermöglichen, sind ja gleichzeitig auch echte Exportschlager. Und also ich kann nur raten, die Diskussion um eine vernünftige ökologische Politik von dieser Wachstumspolitik und dem Wachstumspessimismus, der zumindest in den 80er und 90er Jahren bei den Grünen üblich war, zu entkoppeln. Ottmar Edenhofer nennt da ja mal ein schlagendes Argument, das ist das Geld. Degrowth sei einfach zu teuer, sagt er immer wieder. Aber meine Damen und Herren, welche Rahmenbedingungen braucht man denn dann für die Wirtschaft, wenn man sozusagen der Menschheit etwas Gutes tun will? Muss das ein Energieeffizienzprogramm sein oder reicht da doch die KfW-Förderpolitik? Ihre Fragen bitte. Gibt es Fragen, Anregungen? Ja, ich würde gerne noch in den Raum werfen, man muss natürlich stark unterscheiden, was können wir hier in Deutschland tun und was ist weltweit notwendig. Man kann ja durchaus auf dem Standpunkt stehen, egal was wir hier machen, im globalen Maßstab ist das ja eine Marginalie. Ich habe eine Frage an Sie beide und zwar, haben Sie eine Präferenz, was Herr Edenhofer vorher angesprochen hatte, also eine Carbon Tax versus Emissionshandel? Der Emissionshandel ist ja theoretisch ein ausgesprochen pfiffiges Argument. Ich sehe nur das politökonomische Problem, dass die Verteuerung der Zertifikate, die gewissermaßen permanent notwendig ist, um den Ausstoß zu vermindern, politökonomisch nach allen Erfahrungen, die man hat, sehr schwer umzusetzen ist. Aber wenn ich das nicht hinkriege, habe ich ja nicht die erwünschte Steuerungswirkung. Also ich glaube, die klassische, wenn man so will, Besteuerung ist politökonomisch einfacher zu handhaben. Also ich denke, es schließt sich nicht unbedingt aus. Ja, es sind durchaus Instrumente, die parallel laufen können. Was mir für den Emissionshandel im Augenblick spricht, ist, dass es ein bestehendes System ist. Und ich sehe durchaus Möglichkeiten, relativ schnell Veränderungen herbeizuführen. Backloading war das eine, also Zertifikate aus dem Markt zu nehmen, die Bepreisung wieder zu den Realitäten anzupassen. Was mir beim Emissionshandel gefällt, das widerspricht aber nicht der CO2-Besteuerung, weil das da auch passiert. Aber es sind Instrumente, die verändertes Verhalten generieren. Und das ist, glaube ich, das, was wir auch zwingend brauchen. Ja? Dass auch schlicht aus unternehmerischer Sicht, ja, die Dinge sich so oder so rechnen. Und der Emissionshandel als vorhandenes Instrument könnte, wenn alle mitziehen würden, relativ schnell reformiert werden. Das ja, spricht für den. Das, deswegen sagte ich ja, da habe ich gewissermaßen politökonomische Fragezeichen. Also theoretisch ist das im Handumdrehen zu machen. Aber ob man auch die politischen Mehrheiten findet in einem Diskurs, wo die Industrie sofort anfangen würde zu argumentieren, dass es untragbar ist, wenn jetzt die Zertifikate verknappt werden, wie auch immer man das macht. Deswegen habe ich meine Zweifel, ob es in Zeit und Raum und in der Realität wirklich das Instrument ist, was man so anwenden kann, wie man es in der Theorie anwenden müsste. Auch Ottmar Edenhofer ist ein starker Verfechter des Emissionshandels. Aber in der Tat ist das ja so, er sagt das als Wissenschaftler, Sie müssen das als Politikerin umsetzen. Im Moment sieht es selbst in der Europäischen Union nicht nach Mehrheiten dafür aus, den Emissionshandel so umzubauen, dass ein CO2-Preis entsteht, der eine Veränderung bewirkt. Was macht man da? Ich glaube, man muss sich davon verabschieden, dass die Europäische Union das in Gänze auf den Weg bringt, sondern man könnte sich mit einzelnen Ländern verabreden und die nächsten Schritte national einführen. Ob es ein nationales, also quasi nationale Zertifikate sind oder nationales Backloading oder wie auch immer, aber die Diskussion, die wir in der Grünen Bundestagsfraktion hatten, war zu überlegen, dass einzelne Länder sich zusammenschließen und den nächsten Schritt auch organisieren. Sie müssen sich, glaube ich, in vielen Punkten bei der ökologischen Fragestellung, das hatten Sie vorhin auch am Anfang kurz erwähnt, davon verabschieden, dass wir hier immer gleich ein gemeinsames europäisches Handeln hinkriegen. Unsere Erfahrung national ist, dass wenn wir vorangehen bei ökologisch stärkeren Regulierungen, dass wir am Ende wirtschaftlich davon profitieren.
Das haben Sie in der Chemieindustrie mit REACH erlebt, das haben Sie in der Automobilindustrie mit dem Katalysator erlebt. Das waren immer Dinge, da ist das große Geschrei gewesen, dass die ganze Wirtschaft geht den Bach runter, alle Arbeitsplätze sind weg und überhaupt verlassen Sie Deutschland. Nichts ist passiert. Die chemische Industrie sagt heute, REACH hat dazu geführt, dass wir heute einen Wettbewerbsvorteil haben. Und auch noch einen ökologischen. Also die Frage, immer wieder voranzugehen, das ist, glaube ich, eine, von der man sich gar nicht verabschieden darf. Die hat auch gar nicht so viel mit Askese zu tun, sondern viel mit wirtschaftlicher Prosperität. Ja, ganz genau. Deswegen würde ich ein Fragezeichen hinter diesen Askese-Diskurs. Also wir brauchen weniger Wachstum setzen. Weil die Ziele, die man eigentlich erreichen will, werden am Ende vielleicht sogar dann gewissermaßen nebenbei mit mehr Wachstum erreicht, ohne dass die Ziele verfehlt werden. Gibt es weitere Fragen, Anregungen zum Verzicht oder auch Sonstiges? Werner Reh, BUND, jetzt Verzicht nicht direkt. Meine Frage war, weil Infrastruktur öfters angesprochen war und Steuern, was denn mit dem Thema Nutzergebühren eben ist. Natürlich, der Herr Dobrindt verbaselt gerade alles, was man verbaseln kann, aber das Instrument ist ja an sich interessant. Dass man eben über Nutzergebühren in der Tat die Nutzer aber gerecht bitte heranzieht zu dem, was sie eben verbrauchen an Infrastruktur und verschleißen. Wie sehen die Grünen, auch wenn Oliver Krischer jetzt nicht da ist, das Thema neue Steuern sehe ich ja nicht unbedingt, dass sie da kommen und wie man eben mit Pkw, Lkw-Maut eben so umgeht, dass die Infrastruktur gerettet werden kann, nicht nur auf Bundesebene, bitte auch auf der kommunalen und der Landesebene. Also Gebühren, was wäre das für ein Thema für die Grünen? Da geht es um die Autofahrer, schwierig zu vermitteln, Frau André, versuchen Sie es, was würden Sie denen sagen? Also wenn es bei den Gebühren jetzt nur um die Autofahrer geht, ich wollte eigentlich den Satz davor sagen, dass es ja keineswegs so ist, dass wir ein gebührenfreies Land sind, sondern sie zahlen für relativ viel Nutzung von Infrastruktur immer relativ viel Gebühren. Und sei es Eintritte oder das Schwimmbad oder weiß nicht was. Aber jetzt nehmen wir die Straßen, weil da kam das ja. Die Diskussion um die Pkw-Maut ist natürlich zum einen eine hochpolitische, weil tatsächlich selten ist was so versemmelt worden wie die Pkw-Maut von Dobrindt, die aus Ausländermaut mit der Verrechnung des Kfz-Systems, der Kfz-Besteuerung und mit Einnahmen, die gegen Null gehen. Der Oliver Krischer würde so antworten, und das teile ich, wenn wir tatsächlich verursachergerecht diskutieren, dann müssen wir über die Lkw-Maut sprechen. Die Lkw, und zwar die stärker und auch früher, nicht erst ab 7,5, sondern schon ab 3,5, weil der Verschleiß von Straßen und vor allem von Brücken kommt halt in weitesten Teilen und um ein Vielfaches, wirklich, also ich glaube, kann es 60.000 sein? Weißt du das eine? Ich glaube, dass ein LKW 40, also im Schnitt 40.000 Mal mehr die Straße belastet als ein PKW. Und wenn wir jetzt schon über verursachergerecht sprechen, dann ist das der erste Punkt. Bei der PKW-Maut aus unserer Sicht gibt es ein schlichtes Administrationsproblem nach jetzigen Gesichtspunkten, weil sie müssten es ja irgendwie erfassen. Dann haben wir diese Toll-Collect-Geschichte für alle und dann kommen wir in eine ganz andere Fragestellung rein und das geht dann in den Datenschutz und in die Fragestellung, wollen wir da eigentlich Verkehrsströme in der Form berücksichtigen. Aber im Grundsatz sind Gebühren und Nutzergebühren erstmal nicht falsch, vor allem für den meisten Verschleiß oder den meisten Verbrauch da organisiert. Man muss allerdings auch, wenn wir schon bei der Thematik sind, berücksichtigen, dass das natürlich auch eine soziale Komponente hat, die unterschiedlich wirkt, weil Gebühren selten gestaffelt sind, einkommensgestaffelt sind. Und bei so einer Pkw-Maut könnten sie es eh nicht machen oder bei einer City-Maut. Interessant sind ja so Gedanken wie City-Maut immer dann, wenn ich eine Alternative anbiete. Eine Alternative heißt ein ÖPNV, meinetwegen kostenlos. Also eine City-Maut, also visionär, ja, haben wir jetzt noch nicht entwickelt, aber eine City-Maut, die da heißt, okay, ihr dürft nur mit einer hohen Gebühr reinfahren, aber wir bieten ein kostenloses ÖPNV ab Straßenbeginn an, ja. Das ist nicht so einfach, das kann man auch nicht bundespolitisch organisieren, weil das gar nicht in unserer Hoheit liegt. Aber da kreativer drüber nachzudenken, scheint mir der Ansatz zu sein, der dann solche Gedanken auch mit aufnimmt. Ja, bei Nutzungsgebühren sind in der Tat ist die soziale Frage die entscheidende. Und politökonomisch ist es auch wieder interessant, dass die Nutzungsgebühren ausgerechnet da, wo es Gutverdienenden und Wohlhabenden zugutekommt, stark heruntersubventioniert werden. Das ist der Bereich der Hochkultur.
Da könnte man mit vergleichsweise gutem Gewissen höhere Nutzungsgebühren, also Eintrittspreise nehmen. Den Hochgebildeten gelingt es, genau diese Gebühren niedrig zu halten. Absolut richtig. Wir hatten eine interessante Diskussion in der Stadt Freiburg, welche mein Wahlkreis ist, und es ging um die Frage, bauen wir ein neues Fußballstadion? War ein Bürgerentscheid und ging deutlich, also mit 60-40 aus pro diesem Fußballstadion, aber 40% haben eben auch dagegen argumentiert. Ein Teil war tatsächlich auch die aus der Kulturszene raus, dass wir mehr auch in den Bereich der Kultur subventionieren müssten. Und dann kam mal folgende Zahl auf, dass jede Karte im Theaterstück pro Aufführung mit 220 Euro subventioniert wird. Jede Karte. Ja? Weil sie diese ganze, und ich bin absolut dafür, dass wir Kultur brauchen, auch die Hochkultur und die Breitenkultur und alles. Aber so in den Dimensionen ist der Subventionstatbestand bei Opern, Staatstheater und Ähnlichem schon gigantisch hoch. Da kommen sie mit einer Fußballkarte nicht hin. Aber das zeigt halt, wie entscheidend bei allen Maßnahmen, die man sich ausdenkt, das Berücksichtigen der politischen Ökonomie ist. Also wer setzt am Ende seine Interessen durch? Und viele Maßnahmen, die auf dem Papier wunderschön aussehen, werden am Ende nicht so wirken, weil dann doch wieder Leute, die Einfluss haben, völlig legal, also ich rede nicht über illegalen Einfluss, ihre Interessen durchsetzen. Deswegen sollte man relativ robuste Maßnahmen einsetzen. Jetzt bin ich wieder bei dem Beispiel, eine simple CO2-Besteuerung ist meines Erachtens robuster als diese artifiziellen Emissionshandelsgeschichten. Wäre Oliver Krischer jetzt da, der hätte gesagt, man muss erstmal an die umweltschädlichen Subventionen ran. Ich weiß nicht, ob man die Kultursubventionen gedacht hätte, da bin ich mir nicht so sicher. Das Problem ist ja immer, dass alle Privilegien, die schon da sind, alle Privilegien, die schon da sind, die lassen sich so schlecht wieder wegnehmen. Was macht man denn da? Ja, das ist so, wenn wir gerade den Bereich der umweltschädlichen Subventionen angucken, da könnten wir ja viel vorschlagen. Ja, wir haben gesagt, wir könnten in diesem Haushalt durch Umschichtungen und Veränderungen 30 Milliarden Euro organisieren. Ja. Die Zahl mag etwas hochgegriffen sein, weil das nicht von jetzt auf nachher geht, aber so, um da deutlich zu machen, dass die Bundesrepublik nach wie vor in absolut falsche Bereiche rein investiert. Aber bleiben wir mal bei einem Beispiel, wo man mal eine Implikation mit berücksichtigen muss. Wir reden immer davon, dass wir die Dienstwagenbesteuerung abschaffen wollen. Ja? Das ist auch wirklich ein Unding, ja? Dass der Steuerzahler das zahlt, dass sich die Führungselite oder Führungsklasse, ist ja gar nicht die Elite, aber so die Führungskräfte von einem Unternehmen ein gutes Auto leisten, eine Spritschleuder, und dann das auch noch als steuerlich abgesetzt werden kann. Ja, so weit, so gut. Das ist heutzutage leider nicht mehr so einfach. So weit, so gut, und es ist erstens nicht mehr so einfach, und zweitens stellt es die Fragestellung, was machen Sie eigentlich mit der Automobilindustrie in Deutschland? Ja, das hat Konsequenzen. Da muss man wissen, aber kann man sagen, okay, wir wollen, dass die Automobilindustrie in Deutschland keine Premiumklasse mehr herstellt oder dass auch diese Premiumklasse nur noch einen CO2-Ausstoß von 90 Gramm hat, ja? Dann wird Ihnen die Automobilindustrie in Deutschland sagen, damit konkurrieren wir nicht mit der Automobilindustrie in Frankreich und Japan. Ja, das muss man lösen. Ich sage jetzt nicht, dass man sagt, okay, dann mal weg von der Dienstwagenbesteuerung, da machen wir uns die Hände nicht mehr schmutzig, oder das fassen wir gar nicht an, das ist uns zu heiß. Aber ich wünsche mir sehr, und das versuchen wir auch innerhalb der Grünen zu organisieren, dass wir die Implikationen von diesen Forderungen auch mit berücksichtigen, weil sie natürlich auch am Ende eine Konsequenz haben auf Arbeitsplätze, damit auf soziale Fragen und auf die unternehmerische Landschaft. Also ich will aber nicht jetzt verstanden wissen, es ist mir ganz wichtig, dass wir die Dienstwagenbesteuerung, unsere Forderung hier in Frage stellen. Aber wie so oft ist es nicht so einfach, sondern man muss es dann am Ende auch weiterdenken. Also was heißt es zum Beispiel, dass wir eben nicht mehr Premiumklassen, sondern Elektromobile irgendwie mehr ins Spiel bringen an der Stelle. Gibt es noch eine Frage? Es ist die Chance für die letzte Frage in diesem Panel. Bitte schön. Also im Sinne der grünen Erzählung müsste eigentlich nicht eine ökologische, soziale Marktwirtschaft im Zentrum stehen, wo der Markt, also wo der Bürger und die Gesellschaft nicht Gefangene des Marktes ist, sondern einfach Nutzer des Marktes, der Wohlstand für die Gesellschaft generiert. Das wäre eigentlich ein Kernelement aus meiner Sicht. Das, wo
Wer möchte darauf antworten? Also ich glaube, Sie haben eben dasselbe gedacht und gesagt, was ich empfohlen hatte, weg von diesem Askese-Diskurs und deutlicher sagen, dass eine ökologisch vernünftige Politik uns nicht wirtschaftlich schadet und auch keinem Einzelnen schaden muss. Ich bin ein bisschen gehangen bei diesem Gefangene des Marktes. Das kann in die eine oder in die andere Richtung interpretiert werden. Zauberlehrling, der die Geister nicht mehr beherrscht, die gerufen hat. Okay. Ja. Also ich kann, dann möchte ich vielleicht an dem Anfang anfangen, weil es die Aussage war, müssen wir uns nicht mehr auf eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft konzentrieren, das teile ich. Weil die Marktwirtschaft unter den Voraussetzungen, wie sie eigentlich konzipiert sein müsste, die Leute verhandeln auf Augenhöhe, es gibt Information und Transparenz, ja, es gibt Preise und das ist ja ein sehr ökologischer Teil, die auch die Wahrheit sagen, im Übrigen auch die ökologische Wahrheit, also was es kostet, muss eben auch angesetzt werden. Es gibt wettbewerbliche Strukturen, da war die Energiewende ein großartiges Instrument, um tatsächlich die Akteure auch auf den Weg zu bringen. Wir fördern Gründungen, ich finde, es ist eine fantastische Zahl, aber sie ist immer noch zu gering, dass 15% der Neugründungen einen Gedanken der Nachhaltigkeit in sich tragen. Ja? Also da sind ganz viele junge Leute unterwegs, die sagen, ich will das auch umsetzen. Ja? Und denen muss ich aber auch Chancen geben. Und dann würde ich den Gefangenen des Marktes an einer anderen Stelle vielleicht auch mal diskutieren. Es darf auch nicht der Gefangene des Staates werden. Also die Regulierung darf aber auch nicht so hoch sein, dass am Ende jeder sagt, okay, ich habe zwar eine gute Idee gehabt, aber ich steige da aus. Wenn ich da ein Beispiel bringen darf, dann bin ich auch fertig, weil mich das total fasziniert. Wir hatten den Gründer, den holländischen Gründer, den Namen weiß ich jetzt gerade nicht mehr, von Fairphone bei uns in der Diskussion. Ein ganz toller Typ, müsste unbedingt mal einladen bei der Böll-Stiftung. Und der hat Folgendes erzählt. Die haben sich mit dieser Fairphone-Geschichte, sozial-ökologische, also dass die iPhone, dass diese Handys ja mal endlich korrekt und ökologisch nachhaltig hergestellt werden. Er hat gesagt, jetzt habe ich eine Idee, hat diese Idee präsentiert und hatte 25.000 Bestellungen. Und davon ein Großteil aus Deutschland im Übrigen. 25.000 Bestellungen. Und hatte nicht die geringste Ahnung, wie er so ein Handy herstellt. Er hatte kein einziges hergestellt. Er hatte 7,5 Millionen Euro auf dem Konto. Das war Crowdfunding 1.0. Ja? Und was dahinter steht, ist, das war eine super tolle Idee. Und dann hat er das gemacht. Hat er dieses Handy hergestellt, hat es total diversifiziert, ist in die Länder reingegangen, hat sich dort die Produktionsbedingungen angeguckt. Und das hat er aber machen können, weil das ein relativ unreguliertes Ding war. Crowdfunding war noch nicht klar, ja, wie funktioniert das eigentlich alles. Er hat einfach das Geld eingesammelt. Ich glaube, schon heute würde das so einfach nicht mehr gehen, einfach das Geld einzusammeln. Und so wird echt immer schwieriger. Aber dieses, sowas zu fördern und voranzubringen, das ist so tiefgrün und ökologisch sinnvoll und trotzdem ökonomisch auch richtig, dass ich solche Sachen immer gerne fördern würde. Und das ist mein Verständnis einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft. Wunderbar. Ich glaube, hier auf dem... Es gibt ja Leute, die sagen, man darf nicht mehr fliegen oder zumindest nicht mehr so viel, kein Auto, vegetarische Ernährung und so weiter. Ich glaube, hier auf dem Podium sind sich die beiden einig, das funktioniert als politisches Programm so nicht. Und Ralf Füchs hat das mal sehr schön gesagt, das Ziel ökosozialer Politik muss eine andere Produktionsweise sein, nicht ein neuer Mensch. Ich glaube, das war auch... die Position hier auf dem Podium. Herzlichen Dank, Kerstin André, herzlichen Dank, Gerd Wagner, herzlichen Dank natürlich auch Ihnen. Applaus